Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmerkanal. Heute geht es weiter mit der nächsten Folge in unserer Reihe zum Thema Amazon, Eigenmarke kreieren und dein eigenes Produkt veröffentlichen. Wir sind im Bereich Import Guide Nummer 2. Falls ihr bisher noch gar nicht wisst, worum es geht, unten drunter findet ihr einen Link, wo ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse eintragen könnt. Dann bekommt ihr alle Teile der Serie, der Playlist quasi in der richtigen Reihenfolge zugeschickt. Ansonsten findet ihr hier unten den Button zu unserem Kanal. Da ist die Playlist Amazon Tutorial Reihe und dort findet ihr alle ebenfalls in der richtigen Reihenfolge. So, wie gesagt, heute geht es um das Thema Import Guide Nummer 2, das heißt Gebühren, Formalien beim Import und so weiter, was man beachten sollte. Erstmal zum Thema Steuern. Da wurden wir gefragt, was fällt denn für eine Steuer an, welche Gebühren und so weiter. Teil 1 ist erstmal die Einfuhrumsatzsteuer. Die beträgt derzeit 19%, also genauso hoch wie die ganz normale Umsatz- bzw. im Volksmund Mehrwertsteuer. Die zahlt ihr ganz normal. Beim Import fällt das mal an, und zwar auf den Gesamtwert, also auf den Gesamtrechnungsbetrag, den ihr bezahlt habt, nicht nur auf die Waren, sondern auch auf zum Beispiel Versandgebühren und so weiter. Das Ganze fällt an bei allen Bestellungen, die größer als 22 Euro sind. Darunter lohnt sich das dem Gesetzgeber nach nicht. Deswegen, aber es wird wahrscheinlich bei vielen Bestellungen oder bei vielen von euch dann erstmal der Fall sein, dass ihr mehr als 22 Euro habt, wenn ihr da 10 Kartons von euren Sachen, von eurem neuen Produkt bekommt. Deswegen könnt ihr das schon mal mit einrechnen bei eurer Liquiditätsplanung, also 19% vom Wert. Hier bitte auch wieder darauf aufpassen, manche Zulieferer wollen euch da ein bisschen hinters Licht führen und sagen, ja, wir legen eine Rechnung mit weniger Wert bei, damit ihr Geld spart beim Import, damit ihr weniger von dieser Steuer zahlen müsst. Lasst es einfach. Ihr habt hinterher total den Ärger, dann müsst ihr wieder beim Zoll hinschreiben, bitte um Korrektur und Nachverzollung. Dann müsst ihr die echten Zahlungsbelege beifügen, die Rechnung und so weiter, die Originalrechnung. Und dann müsst ihr dann wieder den Betrag nachzahlen. Das ist total viel Aufwand und im Endeffekt habt ihr nichts gespart, weil das Geld dann trotzdem halt nur mit einer Woche verzögert oder zwei Wochen verzögert, dann trotzdem gezahlt werden muss. Für alle, die Umsatzsteuer vorabzugsberechtigt sind, das ist natürlich, könnt ihr euch ganz normal dann bei eurer Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen. Für alle, die noch Kleinunternehmer sind, sozusagen, also diesen Paragraph 19 Umsatzsteuergesetz in Anspruch nehmen, für die ist es halt so, dass ihr die 19% nicht wiederbekommt, aber ihr dürft die 19% vom Verkauf behalten sozusagen, also ihr müsst sie nicht abführen. Das heißt, ihr dürft sie am Anfang euch nicht wiederholen, bekommt aber von dem größeren Betrag, könnt ihr die 19% behalten, also ist es für euch sogar noch besser als für die mit Umsatzsteuervoranmeldung. So, das also zu diesem Thema. Das Ganze kann man nicht umgehen, das fällt einfach immer an, behaltet es einfach im Hinterkopf, das kommt auf euch zu. Dann Zoll nach Tarif. Das Ganze heißt, es gibt für bestimmte Warengruppen, für Produktgruppen eine sogenannte Zolltarifnummernliste, wo dann erklärt wird, in welche Kategorie welches Produkt fällt. Das heißt zum Beispiel bei mir, Springseile als klassisches Importbeispiel, da gibt es dann die Kategorie Sportgeräte zur körperlichen Ertüchtigung. Aber, und das ist das Besondere, wo viele auch schon viel Geld verlieren, es gibt viel mehr Kategorien als diese eine, wo man ein Produkt rein positionieren kann. Das ist zum Beispiel Sportgeräte zur körperlichen Ertüchtigung. Ein Springseil könnte aber auch ein Spielzeug sein. Das ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Dann könnte ein Springseil zum Beispiel auch noch ein ganz normales Sportgerät sein oder ein, wie auch immer. Ihr habt die Idee verstanden. Also es gibt mehrere Kategorien und da müsst ihr einfach mal durchschauen, ein paar Suchbegriffe ausprobieren in diesem Online-Verzeichnis. Einfach kurz googeln, Zolltarifnummernliste, dann findet ihr das schon. Da einfach mal ausprobieren, was könnte es denn alles sein. Noch ein zweiter Trick, mit dem ich ein paar Prozent spare beim Zoll oder gespart habe, ist, dass ich einfach angerufen habe beim Zoll in verschiedenen Städten, also einmal Hauptzollamt Köln, einmal in Frankfurt, einmal in München. Und dann sage ich einfach, ja, guten Tag, ich bin neu im Geschäft, ich möchte dieses und jenes Produkt importieren. Und je nachdem, wen man dann an der Leitung hat, dann sagt er einmal schon, ja, schauen Sie doch mal nach der und der Nummer, schauen Sie mal hier, schauen Sie mal da, das wäre möglich. Natürlich hat man auch mal so einen grummeligen Beamten da, der mit so einer Kürze vorm Schreibtisch sitzt und sagt, das ist nicht meine Aufgabe. Dann einfach auflegen, nach 20 Minuten nochmal probieren. In der Regel habt ihr dann einen anderen Kollegen dran oder ihr versucht es einfach in einer anderen Stadt, wo der dann nicht dran geht. Das nochmal so als kleiner Tipp, den mir am Anfang keiner gesagt hatte. Da wäre ich sehr dankbar für gewesen, hätte ich auf jeden Fall viel Geld gespart. Das also hiernach. Versucht einfach die für euch bestmögliche Gruppe zu finden. Und auch wenn es beim Zoll, beim Importieren automatisch erstmal in eine falsche Gruppe gesteckt worden ist, könnt ihr es nachträglich noch mit einem Formular ändern auf die neue Gruppe und ab dann bei jedem Mal
wird gleich die neue Gruppe verwendet zum Import. Hier nochmal bitte chatten, wenn ihr jetzt noch bei der Herstellerauswahl seid. Manchmal gibt es Ausnahmen und sogenannte Sonderregeln auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei Kleidung ist es so, die Hose, die ich hier gerade anhabe, kommt aus Pakistan. Und das Ganze ist beim Import zollfrei, weil die Europäische Union die Infrastruktur und den Handel mit Pakistan fördern möchte. Um sie halt einfach ein bisschen wirtschaftlich zu stärken, gibt es da besondere Sachen, die ausgehandelt wurden. Und für die nächsten Jahre kann man Textilien und Bekleidung kostenfrei oder zollfrei aus Pakistan zum Beispiel importieren. Das heißt, ich habe auch einen Hersteller für fast die gleiche Hose aus China gefunden, der auch qualitätsmäßig passt. Preislich war das auch in Ordnung und die auch von der Lieferkapazität her für unsere Zahlen gut wären. Aber da muss ich natürlich Zoll bezahlen. In Pakistan nicht. Ich habe da genau die gleichen Bedingungen, sogar ein bisschen günstigeren Preis. Und ja, dann nehme ich natürlich den aus Pakistan, weil ich da dann Geld spare beim Zoll und beim Import. Das also prüfen. Da gibt es verschiedene Seiten, wo man das mal schauen kann. Am besten auch über Google, dann könnt ihr ein bisschen tiefer schauen. Meistens sind die einzelnen Branchen dann in bestimmten, da gibt es ja so Fachmagazine, zum Beispiel für Textilimporteure, darüber habe ich das gefunden. Aber es gibt auch wahrscheinlich in allen anderen möglichen Bereichen Sachen, wo man nachschauen kann. Also da einfach mal ein bisschen recherchieren und da findet ihr vielleicht noch was, wo ihr dann bares Geld sparen könnt. Ansonsten werdet ihr noch eine EORI-Nummer brauchen. EORI, das klingt wieder so ein bisschen wie eine Krankheit oder wie so ein irgendein Virus, aber das ist einfach nur eine Registrierungsnummer, so könnt ihr euch das vorstellen. Die wird vom Zoll direkt vergeben, also dem IWM, Informations- und Wissensmanagement-Teil vom Zoll. Das Ganze ist kostenlos, dauert so 1 bis 2 Wochen ungefähr. Das Formular dafür findet ihr unter der Nummer 0870, also beim Zoll sind alle Formulare nummeriert. Einfach in der Suchbox oben eingeben. Da findet ihr schon das richtige Formular zur Beantragung eurer EORI-Nummer. Das Ganze kostet nichts, kommt einfach per Post. Wenn sie jetzt nicht gerade streikt, gut, da weiß ich nicht, wie sie das handhaben. Aber die braucht ihr beim Import, das ist einfach zur Identifizierung, dass sie immer wissen, Nummer 774371123 gehört dem Müller-Schulze und die Pakete müssen an denen verzollt werden und so weiter. Das erspart euch einfach, dass ihr jedes Mal eure einzelnen Daten, Telefonnummer, Adresse und so weiter, Firmendaten, bei denen jedes Mal hinterlegen müsst, das wird einmal hier runter gespeichert und steht denen dann halt zur Verfügung. Das heißt, auch wenn sich mal was ändert, zum Beispiel bei euch, ihr zieht um mit der Firma, habt ein neues Büro, müsst ihr das einmalig bei dem IWM nur ändern und über die Nummer wird es automatisch zugeordnet und ihr müsst es nicht bei allen Paketen neu eingeben. Dafür ist das Ganze da. Import ist auch ohne möglich, allerdings wird zum Beispiel FedEx bei euch anrufen und einfach kurz fragen, wie ist ihre EORI-Nummer. Und dann könnt ihr die auch sagen, ja, habe ich noch nicht, wird gerade beantragt, dann könnt ihr es trotzdem importieren, aber es dauert halt wesentlich länger. Also hier könnt ihr euch kostenlos das Ganze nochmal verschnellern sozusagen und auch für die Zukunft einfacher machen. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr gerade noch Fragen habt, die euch auf der Zunge brennen, bitte hier unten in die Kommentare stellen, dann gehe ich natürlich gerne drauf ein, entweder im Video oder als Textantwort unter eurem Kommentar. Es kann passieren, dass ich was vergesse, weil das fast täglich bei mir ist. Bitte nehmt es mir nicht übel, einfach fragen, dann kann ich euch gerne weiterhelfen. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geben könntet für das Video, hier unten links ungefähr. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Danke und bis bald.